guten Morgen zusammen. Ja, so früh ist es gar nicht mehr. Wir haben gleich 9:30 und ich mache mir hier gerade einen Tee, der hat jetzt lange genug gezogen. Apfelstädt Tee. Und ich war heute Morgen schon einmal wach, aber lag dann noch lange im Bett. Und ja, jetzt haben wir schon fast 9:30. Wow, wie die Zeit vergeht. Ich bin halt, wie gesagt, gerade dabei, mir Frühstück zu machen. Die Kamera auch ein bisschen tiefer machen, dann seht ihr vielleicht mehr davon. Aber dann seht ihr auch hier das ganze Chaos. Ich habe irgendwie versucht, es zu verdecken, aber keine Chance. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Früchtetee in meiner wunderschönen Weihnachtstasse. Und hier drin ist mein Frühstück. Ich bin so froh, dass ich gestern Abend nochmal geguckt habe, was an Gerichten heute ansteht. Und dann ist mir aufgefallen beim Frühstück, dass ich das schon am Vorabend zubereiten muss. Und dann bin ich so froh. Das war wirklich reiner Zufall, dass ich das noch vorm Schlafengehen schnell gemacht habe. Und zwar soll es so eine Art Bechermüsli werden. Da ist jetzt Haferflocken, Chiasamen, Mandelmilch, Apfelsaft und ein Spritzer Zitronensaft drin. Und das musst du über die Nacht halt quellen. Und das werde ich jetzt toppen mit allen möglichen Sachen. Ich muss das mal umrühren. Ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Also es ist, also die Haferflocken sind wirklich richtig weich geworden. Die Chiasamen sind natürlich auch durch die Milch und den Saft aufgequollen. Aber das ist ja kalt. Ich dachte, ist Büchermüsli immer kalt? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich esse das eigentlich schon gerne, aber ich kann es gerade gar nicht sagen, weil das Porridge, was ich ja die letzten Tage immer gegessen habe, das war ja warm. Deswegen kommt mir das gerade so komisch vor, weil das ja auch im Kühlschrank noch stand. Ja, ich mache das mal fertig und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Hier ist jetzt das reinste Chaos ausgebrochen, aber Frühstück ist fertig. Da ist jetzt noch Sojajoghurt drin, ein halber geraspelter Apfel. Und dann ist das Ganze getoppt mit Trauben, Heidelbeeren, weil ich die jetzt da hatte und die haben von dem Obst, was ich da habe, irgendwie am besten reingepasst. Oder ich hatte irgendwie am meisten Bock drauf, sagen wir so. Ein paar Walnüsse und Cashewkerne und nochmal ein ganz bisschen getoppt mit Chiasamen. Und das ist echt eine große Portion geworden. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Falls ihr auch am Essen seid, wünsche ich euch einen guten Appetit. Das ist heute mein Mittagessen. Und zwar ist das eine Buddha Bowl. Da ist wieder Quinoa enthalten, ein paar Cashews dazu, Brokkoli, gedünstete Karottenwürfel, Spinat, also frischer Spinat, Kichererbsen und ich habe mir dazu ein Sojajoghurt-Dressing gemacht. Im Rezept stand Hummus, aber mir war das irgendwie mit den Kichererbsen zu viel und deswegen habe ich mich dafür entschieden und freue mich jetzt aufs Essen. Ich habe richtig Kohldampf und danach geht es mit dem Haushalt weiter und ja, richtig süße Socken, oder? Einen wunderschönen guten Abend. Oh, meine Haare, ne? Ganz schlimmer Moment. Naja, darum soll es auch jetzt gar nicht gehen. Ich habe mich heute irgendwie eigentlich gar nicht gemeldet. Ich habe den ganzen Tag im Haushalt rumgewuselt und ja, irgendwie ging die Zeit so ruckzuck vorbei und bin gar nicht mehr zum Film gekommen. Ich glaube, ich habe mich zum Mittagessen das letzte Mal gemeldet, was übrigens unfassbar lecker war. Oh, das war so gut und auch mein Mann hat es geschmeckt und das werden wir definitiv wieder machen. Oh, ich habe sogar 2 Portionen gegessen. Das war so lecker. Und irgendwie heute Abend wollte ich eigentlich nochmal was zu essen machen, aber absolut gar kein Hunger. Deswegen habe ich mir jetzt gerade noch einen Tee gemacht, der hat jetzt auch genug gezogen. Da ist er. Ein Früchtetee. Und mehr wird auch heute nicht mehr passieren. Ich genieße den Abend jetzt noch auf der Couch.
Mal schauen, ob irgendwas im Fernseher läuft oder ob ich noch eine Folge von meiner Serie schaue. Und dann war es das auch. Und somit ist auch quasi das Tagebuch der Saftkur schon zu Ende. Wahnsinnig schnell die Zeit vergeht. Ich werde euch aber gleich im Anschluss mein Feedback zur Saftkur geben. Und ja, könnt ihr gespannt sein, ob ich es nochmal machen würde oder nicht. Ob ich es gut überstanden habe oder nicht. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt, wünsche euch einen schönen Abend und bleibt auf jeden Fall jetzt dran fürs Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss!